Ja, Simona, Thomas, klasse, dass ihr da seid. Ihr habt zu sehr, sehr unterschiedlichen Titeln. Simona, sag doch mal ganz kurz, worüber du Thomas vortragen, als Frage. Oh mein Gott, gleich so fängst du an, Ja, warum gleich über Menschen in völlig komplexen Situationen, die versuchen zusammenzukommen und Dinge miteinander zu gestalten. Das habe ich verstanden. Das macht der Thomas. gemeinsam gestalten? Was für gestalten wir denn wohl, Simona? Was weiß ich, mein Lieber, was weiß ich? Ja, deswegen, weißt du, das ist ja jetzt fies, wenn ich den Vortrag vom Thomas vorweggreife. Das will ich doch gar nicht, Ach, mach Mensch. mal. Aber hast du gesehen, welche hektische Blättern Thomas jetzt auf seinem Bildschirm angefangen hat? Hast du dir die Frage Was macht gestellt? die nochmal? Was macht die nochmal? Ja, Thomas, was glaubst du denn, worüber Simona heute reden wird? Also ich habe mir gemerkt, dass sie was mit Raumfahrt zu tun hat, mit irgendwelchen Moonshots. Und das fand ich schon sehr spannend. Ne, irgendwie Innovation mit irgendwelchen hehren, riesigen Zielen. Und ja, das finde ich schon spannend. Ne? Es war irgendwie, wie man Innovation plant oder Innovationszentren hat in Unternehmen, was ich immer sehr spannend finde. Und da bin ich schon ganz gespannt, ob das dann was mit Raumfahrt zu tun hat. Ja, Raumfahrt vielleicht auch nicht, aber es hat definitiv was mit Innovation zu tun. Simona wird über Innovation heute reden und Thomas, du tatsächlich über, wie man Dinge im Mob zusammen macht und Dinge sind Bitkippen, ne? Also ihr kippt zusammen im Mob Bitburgers. Nee, Ja, ich Bitprogrammiert wäre dann zusammen. eher irgendwie, weiß ich nicht, für Landgang oder was man hier so in Hamburg kreativ braut. Aber wir programmieren zusammen, ja. Ja, jetzt gibt es ja tatsächlich Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen wolltet. Und rate mal, bei wer auf welches Dokument ich drauf gucke, das vom letzten Mal. Das heißt, so kann ich dieses Interview nicht stellen. Muss man hier ganz kurz eben das richtige Dokument aufmachen. Sonst geht's. Unseren Spicker willst du aufmachen, willst du Ja, den genau, Fragensticker? unseren Fragensticker, weil ich die Ja. natürlich nicht auswendig gelernt habe. Die Fragen. Ich kann dir Aber auch so fliehen, aber außer du kommst gleich drauf. ach, ich glaube, ich komme da schon. Es kann sich nur noch um Stunden. So, da sind wir. Tollerweise Also. stellen die Leute sich nämlich immer gegenseitig eine Frage zur Vorbereitung. Deswegen sind wir hier mit Spicker unterwegs. Thomas, die Simona fragte sich im Vorfeld, gibt es Personen, die sich mit dem Ansatz des Team-Programmings, das ist ja dein Titel, oder Mob-Programming, besonders leicht oder besonders schwer tun? Ja, finde ich eine schöne Frage, weil ich dachte, dass ich darauf eine einfache Antwort habe. Erstmal, ne, was ist Team Programming? Ich erzähle nachher natürlich noch ein bisschen was über die Grundlagen, aber wir machen irgendwas zusammen als Team, wir programmieren als Team. Und meine einfache Antwort wäre gewesen, na klar erkenne ich das, wenn da eher die Stillen sind, die muss ich irgendwie unterstützen, dass sie ein bisschen aus sich rausgehen und ein bisschen mehr sprechen. Und die richtig guten Programmierer, die Alpha-Tiere, die, weiß nicht, 10-Times-Developer, die muss ich eher ein bisschen bremsen, dass sie ein bisschen Geduld haben und mit den anderen zusammen programmieren mögen, dass man sich die Zeit nimmt, Sachen zusammen zu machen. Und Also dann ich ist mir sehe, aufgefallen, das stimmt eigentlich nur bedingt, weil das ist so, das ist so einfach klassische Kategorisierung oder Klassifizierung, Vorurteile. Manchmal stimmt das. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, ich muss einfach mit den Menschen zusammenarbeiten, weil mich überrascht immer wieder ein eher stiller Kollege oder Kollegin, die plötzlich, nur weil wir in einem Raum zusammenarbeiten, aus sich rauskommt und ganz kreativ wird und mit allen zusammenarbeitet. Und genauso ein 10-Times-Developer, der unglaublich schnell alles alleine macht, wie der plötzlich aufblüht, dass er eine Gruppe von Menschen hat, denen er helfen kann und die zusammen was machen wollen. Und das erlebt man wirklich nur, wenn man mit den Entwicklern, Entwicklerinnen zusammenarbeitet. Also es gibt vielleicht eine einfache Antwort, die so in, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Fälle stimmt, aber letztendlich muss ich die Teams tatsächlich kennenlernen. Und das ist auch das Spannende daran, weil sich die Teams auch selber so kennenlernen müssen. du versuchst die Herde so ein bisschen zusammenzuhalten, dass sie gemeinsam irgendwas wieder die schnellen wegrennen und die langsamen vorsitzen bleiben.
Genau, also das versuche ich, beziehungsweise ich versuche den Teams zu helfen, dass sie das selber hinkriegen, weil wenn man als Coach weg ist und dann die Wirkung verpufft, ist das total schade. Und das zusammen zu erleben, wie ist das, wenn jemand zu schnell wegrennt oder wie ist das, wenn sich jemand nicht aus seiner Haut traut und warum und wie können wir helfen, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen mit Mehrwert für alle und das Team das für sich erkennt und mitnimmt, das finde ich toll. Also dann glaube ich oder dann fühle ich mich so, dass ich meine Arbeit als Coach gut gemacht habe. Ja, danke Thomas. Du hast natürlich auch Fragen an Simona gestellt und die erste Frage, Simona, an dich war, muss denn eine Innovation im Unternehmen immer gleich der fette Moonshot sein oder geht es auch mit ein kleines bisschen kleiner, mit kleineren Schritten und kann das dann trotzdem hilfreich sein für Unternehmen oder ist es dann einfach zu wenig? Das hängt davon ab, wie bei allem, was und wofür du innovieren willst. Die meisten Innovationen, die ich kenne, sind eher kleine, inkrementelle Innovationen. Das sind kontinuierliche Verbesserungen, das sind, wir ändern einen Prozessschritt, wir werden hier ein bisschen schneller, wir nehmen ein anderes Werkzeug, wir machen eine andere Schraube an ein Fahrzeug, die irgendwie besser funktioniert. Und insbesondere, wenn du so eine große Masse von Dingen produzierst, also in der Massenfertigung bist, können so klitzekleine Dinge einen extrem hohen Effekt haben am Ende. Diese großen disruptiven und radikalen Innovationen, die kommen immer dann auf, in meiner Erfahrung, wenn sich Zustände destabilisieren. Das heißt, entweder wenn ein Konkurrent jetzt gerade die wahnsinnig neue Next-Level-Geschichte gefunden hat oder wenn sich so wie eben in den letzten Jahren die Welt um uns so verändert, dass die Systeme, in denen wir sind, nicht mehr valide eine vollständige Antwort auf da draußen geben. Dann ist es halt nicht ein mehr oder weniger von etwas, sondern dann braucht es halt ein anders. Und dann werden die Antworten halt größer. Gleichzeitig ist es unendlich viel schwieriger, eine große Antwort zu finden, weil wir ja alle verhaftet sind in unserem Denken, in dem, wo wir sind, mit dem, was wir arbeiten. Also wir tun ja alle das Beste, was wir können, dort, wo wir sind, mit den Mitteln, die wir haben. Und auf einmal zu sagen, ich stelle mich mal auf den Kopf und mache mal genau das Gegenteil davon und habe die Erwartung, dass es gut funktioniert, das ist für uns Gewohnheitstiere nicht einfach. Das heißt, eine große Innovation ist, wenn die gut läuft, ist das eher ein Glücksfall und sie ist viel schwerer irgendwie systematisch zu planen. Glaube ich nicht, aber ich glaube, dass halt viele davon zufällig sind oder mit großer persönlicher Motivation angetrieben. Zum Beispiel es ist jetzt nicht mein Beispiel, es ist jetzt ein fiktives Beispiel. Meine Mutter hat an Krebs gelitten, ist an Krebs gestorben. Ich möchte den Krebs für die Menschheit besiegen. Ich habe so ein brennendes inneres Motiv, dass ich ganz viel Elan und auch vielleicht auch ganz viel Leben da reinstecke und auf andere Dinge verzichte, um dieses Ziel zu verfolgen. Jede Innovation kostet proportional zu ihrer Größe an Kraft. Wenn ich eine große Innovation treiben will, kostet mich das unendlich viel mehr Kraft als eine kleine. Und die Kraft muss ich ja irgendwo herholen. Aus mir, aus dem System, aus der Welt, aus Geld. Und ja, viele Innovationen sind halt einfach zufällig. Wie das System der Elemente, Chemie, dass der Mensch, der das erfunden hat, war ein grassierender Kartenspieler. Das war ein Glücksspieler, dem ist es halt aufgefallen, dass Karten einen Zahlenwert und eine Farbe haben. Und dann hat er eben angefangen, die Elemente nach Gewicht und Kategorie zu sortieren. Wäre der kein grassierender Kartenspieler, wäre dem das nie eingefallen. Hätte diese Sortierung nicht vorgenommen. Der sogar irgendwie Elemente vorhergesagt, die es noch gar nicht gefunden gab und dann mit seinem System zack. Genau, und ich glaube, dann ist es auch Zeitgeist. Manche Dinge sind dann irgendwann reif und dann entstehen die halt irgendwie in der Welt. Und das kann ich nicht erklären, wie das entsteht. Das ist einfach ein Unternehmen, hat sich der Thomas gefragt, die Innovationen so irgendwie gar nicht können und sich wahnsinnig schwer tun? Und gibt es welche, bei denen ist das so, da kommt eine Innovation nach der anderen? Ja, ja und nein. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie lange du am Markt bist, also wie lange du schon existierst. Je älter ein Unternehmen ist und je erfolgreicher am Markt es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es weniger radikale Innovationen zulassen wird. Das Beispiel von Kodak. Ich glaube, Kodak hatte die Digitalfotografie schon, was weiß ich wann, erfunden, 20 Jahre vor ihrer Zeit. Die waren aber damals schon der erfolgreichste Verkäufer von Filmdosen
und wollten sich im Kerngeschäft nicht kannibalisieren. Und deswegen glaube ich, ist es nicht nur die Art des Unternehmens, sondern auch, wo es in seinem Lebenszyklus steht. Und je größer also, der Trümmer, je fester im Sattel, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich was völlig anderes mache. Je mehr Legacy. Wie so ein Autounternehmen aus Wolfsburg, was erfindet, dass man mit Elektrobussen durch Hamburg fahren kann, dann kann man sich fragen, werden Sie es machen? Ich glaube schon, die Frage ist nur, wie lange es dauert. Und okay. Wie groß dann der Sprung wirklich ist von der großen Idee zu dem, was es nachher wird, was skaliert in den Markt reinkommt. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deinen Vortrag. Das kommt ja dann gleich. Jetzt kommen wir an euch beiden noch die Ketchup- oder Mayo-Fragen, die wir jedes Mal fragen. Und ich würde euch bitten, in der Reihenfolge schnell zu antworten, wie ich euch vorher aufrufe. Also bei der ersten Frage Thomas und dann Simona. Thomas, Reifen wechseln oder ADAC rufen? ADAC rufen. Simona? ADAC rufen. Okay, seid euch einig. Simona, du zuerst Unix oder Windows? Unix. Unix. Thomas, iPhone oder Android? iPhone. iPhone. Ah, ihr seid euch so einig. Simona, Fahrrad oder Bus? Fahrrad. Fahrrad. Und als letztes Thomas, Ketchup oder Mayo? Früher immer Mayo, heute meistens Ketchup. Immer, immer, immer Ketchup. Niemals Mayo. Alles klar. Vielen Dank, Simona Popisi. Danke, Thomas Moch. Das war das Interview.